Ortsteil Hörde im Bereich Phoenix West, unklare Ortsangabe im Bereich des Hochofen. So, André, wo fahren wir hin? Phoenix West, gestürzter Radfahrer. Aber mit unklarer Ortsangabe. Okay, da werden wir den Flieger gleich mal bereit machen und den vorab auf die Reise schicken. Ja, wir setzen den Feuerwehrkopter ja seit einiger Zeit schon ein hier bei der Feuerwehr, beschränkt auf Einsatzstellen, wo wir sie eben statisch und nur vor Ort einsetzen. Wir glauben, dass eben künftig ein ganz, ganz großes Potenzial da drin liegt, indem wir sie eben schon mit unserer Alarmierung quasi vorausschicken können und sie uns eben schon Bilder von der Einsatzstelle liefern können, wenn wir noch unterwegs sind. Er fliegt jetzt hier gerade eben an über Konrad-Adenauer-Allee. Momentan hat er aber noch nichts gefunden. Allein die Suche nach einem Einsatzort kann uns wertvolle Minuten in einem Einsatz kosten. Das ist ganz, ganz wertvolle Zeit, die gerade dann, wenn wir über verletzte Personen sprechen, massiv der Gesundheit eben auch Schaden zufügen können. Jede Minute, die der Patient eben im schlechten Zustand verbringt, schädigt seinen Zustand maximal. Bilder werden in Echtzeit übertragen, sodass wir genau sehen, was dort vor Ort passiert. Der Flieger ist jetzt über dem Einsatzort. Augenscheinlich hat er einen gefunden. Ja, ist tatsächlich verunglückter Radfahrer. Das heißt, wir haben ihn. Der Patient befindet sich unmittelbar westlich des Hochofenbaus. Der RTW begibt sich dann direkt als Gäste auf das Gelände. Ja, weiß Bescheid. Es ist für uns extrem wichtig, dass solche Systeme einfach und so zuverlässig wie möglich eben auch sind. Zuverlässig bedeutet in allen möglichen Wettersituationen einsetzbar. Einfach bedienbar bedeutet, wir sollten uns als Einsatzkräfte nicht darum kümmern, die Systeme selber fliegen zu müssen. Der Pilot kann irgendwo rückwärtig sitzen, ob das in der Leitstelle ist, ob das in einer anderen Stelle ist, wie zum Beispiel eben bei der deutschen Flugsicherung. Das ist für uns dann halt wirklich der große Mehrwert. Ich glaube auf jeden Fall, dass ein Feuerwehrkopter Leben retten kann. Er kann aber vor allem auch die Gesundheit der Einsatzkräfte schützen. Denn auch das Erkunden in gefährlichen Bereichen bedeutet ja eine ziemliche Eigengefahr für unsere eigenen Kollegen. Das können wir künftig auch reduzieren.